Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Pixel Usten und ich heiße euch mal wieder herzlich willkommen zu City Skylines. Der Kreis ist jetzt geschlossen, dann haben wir ja in der letzten Folge haben wir ja hier die Straße hier durchgebaut. Schon mal angefangen das Wohngebiet oder das nächste Gebiet hier unten grob anzuzeichnen. Damit wir hier ein Wohngebiet noch reinsetzen. Bevor sie nämlich hier alle weinen. Wir können zwischenzeitlich auch schon Hochhäuser bauen, also High Destiny. Machen wir erstmal jetzt hier erstmal soweit dicht. Und noch können sie die Entfernung zur Oberschule und so weiter gut ausnutzen. Das wird dann später ein bisschen schwieriger werden. So, dann machen wir hier erstmal weg. Bisschen ungeschickt. Ja, es freut, wenn diese Bugs noch da sind. Die Hütte, die brennt. So. Ja, letzte Folge haben wir ja gesagt, wir wollten eine Buslinie bauen. Das werden wir jetzt auch endlich in Angriff nehmen. Ja, hier ist ordentlich was los. Das liegt aber auch einfach an der Strecke. Also machen wir hier einfach mal. Lass uns bevor wir hier kollabieren. So eine reinbauen. Dann brechen wir das hier auf. Vielleicht läuft es dann nämlich etwas besser. Dann machen wir das hier auch auf und machen jetzt ganz frech. Ganz frech. Nee, ich möchte eine gerade Strecke. So eine Brücke rüber. Vielleicht läuft nämlich jetzt der Verkehr ein bisschen besser. Ich sehe gerade Wasser, müssen wir noch ein bisschen nachjustieren. Machen wir erstmal 100. Ja. Sieht schon etwas besser aus, nicht mehr so dramatisch wie vorhin. Haben sie sich ja bis hierhin schon gestaut. Also, Buslinie. Wir brauchen eine Buslinie und die Buslinie fährt. Da ist unser Busdepot. Setzen wir so am besten hin. Wie weit geht unser Strom? So. Dann bauen wir mal eine Buslinie. Die fängt hier an. Genau, ich weiß wie. Die fängt hier an und dann bauen wir uns einfach der Hauptstraße längs weiter. Dann geht hier in die Kurve. So. Falsche Straßenseite. So, weiter. Dann läuft sie hier längs. Läuft nämlich jetzt einfach dieser großen Hauptstraße entlang.
Dann wäre das nämlich schon nur eine komplette Linie. Das war, glaube ich, eine halbe Reisebusstrecke, aber... Wir setzen einfach mal prophylaktisch schon mal Bushaltestellen hier an. Ja, da komme ich nicht hin. So, dann machen wir es erstmal so. Dann hier hin. Und dann direkt verbinden. Ja. Et voilà, erste Strecke haben wir jetzt schon. So, nächste. Setzen wir erstmal den inneren Stadtkern. So, dass er halbwegs in die Nähe kommt. Dürfte das am besten... Hallo? Hier geblieben? Hier. So rum. Hier rein. Und dahin. Und hier hin. So, dann haben wir die Linie abgeschlossen. Und jetzt könnte man das Industriegebiet einmal kurz anbauen. Machen wir hier eine. Ist ja relativ harmlos. So, könnte man denn noch eine gebrauchen? Eigentlich nicht. Ja, hier können wir jetzt später noch mal eine Buslinie bauen. Und das soll es erstmal gewesen sein. Bus. Geht schon los. 22 pro Woche, passt. So, was haben wir denn hier für Probleme, Leute? Zu wenig Dienstleistung. Das kann ja wohl nicht angehen. Ich habe doch genügend Dienstleistungen. Alles jammert und meckert. Wir haben nicht genug Dienstleistung. Nicht. Und da sind es nicht genügend gebildete Arbeiter. Das ist so. So, Oberschule ist. Klar. Jetzt brauche ich eine Universität. Oder? Na klar. Es ist wieder überall alles zu steil. Nein, das kann ich nicht kaufen. Universität braucht man eigentlich meistens auch in der Regel nur ein einziges Mal. Zu steil, zu steil.
So, Müll. Wir setzen hier einfach mal eine Mülldeponie hin, die etwas näher dran ist. Hier fällt der Müll runter. Wir können sie ja nachher... Nee. Nee. Nee, nee, nee. Das ist auch schlecht. So, wir gucken. Hier eine direkte Verbindung hinkriegt. So, dann gucken wir mal, ob das Müllproblem sich schneller auflöst. So, dann können wir noch eine setzen, und zwar die hier. Dann soll es das erstmal gewesen sein. So, und wir bauen weiter Gebäude. Wir können Büros bauen, das ist natürlich auch gut. Was haben wir hier? Gebiet aufheben. Ach so, ja. Ich benutze die ganze Zeit nur noch Rechtsklick. Deswegen habe ich das jetzt gerade irgendwie so gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Gut. Regelt sich das gerade so ein bisschen ein. Gut. Die Parksituation sieht natürlich hier ein bisschen schlechter aus, aber ich muss jetzt auch echt aufpassen wegen Geld. Das hat noch nicht ausgereicht. Ach, ist denn niedlich. Ein japanischer Garten. So, das war es eine. Wie sieht es mit unserem Bus aus? Auch nicht schlecht. Ist schon gut. So. Sagt sehr viel so, fällt mir gerade auf. Ich hatte nur ganz was gefunden. Und zwar... Wenn wir schon gerade beim Geld ausgeben sind... Wo war der denn?
Ende zu steil, zu steil, zu steil. Yay, ein Leuchtturm. Passt schön ins Landschaftsbild. Die Leute sind hier wieder mal zu schlau. Ja, nehmen wir den Stadtkern hier und bauen den um. Eigentlich möchte ich den großen Bereich hier hinbauen. Aber dafür müsste die Industrie erstmal wegziehen. Jetzt wüsste, wo ich am besten die Industrie hinpflanzen würde, weil ich möchte nicht da oben das Gebiet haben. Wir schauen mal, was haben wir denn überhaupt für Ressourcen hier. Wir könnten mehr Erze abbauen. Hier, Gott. Also wirklich fruchtbares Land für Landwirtschaft haben wir nur in dieser Ecke. Vermischt mit Öl. Wie bauen wir uns am besten? Oha, ich bin Profi-Müllentsorger. Wenn ich hier hinziehen würde. Oder aber. Oder genau, wir nehmen hier den Wald. Genau, das machen wir. Ist auch Subi. Dann nehmen wir hier den ganzen Wald ein. Und machen daraus Industrie. Aber vorher tun wir das anmalen. Das ganze Gebiet hier. So. Bis zur Hauptstraße und dann wird das nämlich jetzt schön Wald. Viertel. So, dann bauen wir die erstmal wieder weg. Die können wir anders sich hinpflanzen. Genau. Könnte cool werden. Aber das werden wir gleich rausfinden.
Dann kriege ich nämlich den Kram hier weg. Cool. Cool, cool, cool. So. Straßen. Ich bin pleite. Verdammt, die haben nie aufgepasst. Ah, Hilfe! Jetzt wird's aber witzig. Könnte sich das jetzt irgendwie mal wieder fangen? Wieso habe ich das nicht mitgekriegt? Ach nö. Da habe ich echt nicht drauf geguckt. So Leute, es wird ganz gut, wenn ihr hier einfach dieses Waldgebiet für euch einnehmen würdet. So, wir machen kurz Pause und dann setzen wir einfach mal. So. Hohohoho. Geht richtig schön nach unten. Ich glaube, ich muss jetzt echt vorsichtig sein, sonst bin ich gleich wieder pleite. Ach, nimm das auch noch auf. Und lass die erstmal wieder akklimatisieren. Ich glaube, es ist auch ein Fehler, einfach jetzt abzureißen. Vielleicht haben sie das auch gepatcht. Also mir ist das so jetzt noch nicht aufgefallen, dass sich das so drastisch auswirkt. Mülldeponien bin ich schon voll. Da muss ich echt aufpassen. So, wir gucken mal weiter. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Einnahmen zusammen, indem wir jetzt einfach Stück für Stück, peu à peu, die Gebiete tauschen. So weiter runter. Dann sollte nämlich der Bodenrichtwert hier sich langsam wieder erholen. Und dann kann man nämlich getrost, also nicht getrost, sondern problemlos hier den eigentlichen Stadtkern hinpflanzen. Ich habe zu schlaue Leute.
Masse. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen das dann in der nächsten Folge, ob wir uns dann wieder erholen, ob das Einkommen dann wieder nach oben geht und ob wir die Stadt finanziell wieder aus der Patsche helfen können. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, wäre nett. Ansonsten bleibt mir gewogen.